Willkommen zurück zu City Skylines. So, jetzt werden wir erstmal die U-Bahn irgendwie anbinden, also verbinden. Okay, mal. Was mit denen ist, kann ich jetzt nicht sagen, was mit den Zügen ist. Die werden hier irgendwo ein Problem haben. Beim Bahnhof, oder? Aber die haben hier gar kein Problem, sondern. Wo ist das Problem? Das muss da hinten irgendwo liegen. Warte mal, die stauen sich hier schon. Für den Bahnhof. Oh, ja. Dann sollte ich einfach weniger Intercity genommen. Aber das können wir auch gleich machen. Gibt es ja auch in echt das eine Fahrt. Das ist ja normal. Das gibt es in echt auch. Ich würde dann gerne eine Brücke haben, so wie ich es da auch habe. Da so bis da. Geht das? Ja, es geht. Dann da, ja. Oder wisst ihr was? Da bleiben wir noch oben. Gehen dann darüber. Wenn das so funktioniert. Und da dann runter. Ja, es ist gut. Das hat irgendwie was, finde ich. Auch wenn es jetzt bautechnisch best nicht ganz. Okay. Und dann wollte ich mit dem. Wo will ich denn hin? Jetzt ist die Frage, ob wir da beide Linien mitnehmen. Ob ich beide Linien nach hinten fahren lasse. Ich würde einmal die U-Bahn-Station da mitnehmen. Und dann mal schauen. Dann schauen wir mal, wie wir da rauskommen. Das heißt, die Linie könnte schon verbinden. Ich würde die aber auch gerne da nach hinten fahren lassen. Weil mit einem Gleis ist es halt. Ja, ich weiß nicht. Und das so gut ist, wenn man da ein Gleis hat. Obwohl, so geht's dann. Ja, so geht's, das ist schon okay. Und ich ziehen wir mal da nach hinten. Wohin geht's? Es geht nach dahin. Ja, keine Angst, ich krieg die Station schon wieder zurück. So. Und zwar, ja, das habt ihr bekommen, zwei Stationen. Und die dann auch noch einmal, das heißt, die kommt. Wohin da? Nein. Nein, alle sind traurig. Eins, zwei. Sollte wieder gehen. Müssen wir schauen, wann der erste da durchfährt, dann können wir die auch oberirdisch sehen, dann können wir uns die mal irgendwo ja auch anschauen, die U-Bahn, wie die ausschauen im Spiel. Kann ich euch dann zeigen, wie die ausschauen, wenn die dann da hochfahren. Dann ist das eine Station, die ist oberirdisch. Das hat doch auch irgendwie was mit Wasser, so. Dann da verbinden. Da kann ich dann Gewerbe reinmachen, ne? Ja, es geht sich aus, ne? Perfekt, perfekt, wie wenn ich es geplant hätte. Wie wenn es so geplant wäre, obwohl ich hier eigentlich nur geschaut habe, dass ich da ein bisschen nah dran bin, aber es geht sich perfekt aus. Jetzt, da ist sie noch fertig. Jetzt kommt raus. Da will ich es noch haben, ja, da auch. Da kommst dann du hin. Gewerbe. So, und dann wollen die natürlich vom Bus, vom Bahnhof, sag ich. Von der U-Bahn. Wir sehen die U-Bahn, die ist da. So schaut die dann aus in dem Spiel. Das ist die U-Bahn. Da haben 150 Platz. Da steigen auch relativ viele aus, muss ich sagen. Sehe ich die dann da?
Das steigt gar keiner aus. Das sehe ich gar nicht. Vielleicht, weil er noch keinen Strom hat. Dass sie da noch nicht aussteigen, aber das. Wisst ihr was? Ich gebe denen einfach Strom, weil wir haben eh jetzt 3 Millionen. Das stört es nicht, wenn ich da so einen hier hinstelle. Also, es stört auf gar keinen Fall, wenn ich da sowas hinstelle. Dann die Strom und dann sollten wir auch. Die sollten einen Strom haben. Nicht gerade Auslastung 6. Die sollten Strom haben. Die sollten da auch dann bald rausströmen, nachdem hier gebaut wurde. Aber anscheinend nicht, nein. Das heißt, ja, jetzt kommt da die Auslastung. Oh, die kommt mit 0 an, deswegen. Deswegen, weil die mit 0 ankommt. Warte, welche Linie ist das? Linie 2. Das ist die Linie 2. Linie 3. Das ist die Linie 3. Das heißt, hier fahren schon beide Linien. Und jetzt schauen wir, ob wir einen Stau haben. Nein. Sehr wenig Stau, ist gar keinen. Ab und zu kann es sein, dass sie sich kreuzen, dass sie gleichzeitig daran sein werden. Warte, jetzt fahrt die los da hinten. Das können wir jetzt kurz überprüfen. Jetzt fahrt die eine Station weg. Jetzt fahrt die da hinten weg, aber die sollten sich nicht in den Weg kommen, oder? Also. Nein, das geht sich schon aus. Das geht sich schon aus. Man fährt die eine U-Bahn und dann die andere. Das geht sich sehr gut aus. Zug. Passagiere, ja gut, der wird gut genutzt. Der Zug würde ich sagen, 0 Passagiere. Das sind jetzt 1308 bei der dritten Linie. Bei der anderen Linie, bei der 2er Linie und bei der 3er Linie 368 und bei der ersten Linie 152, die wird am wenigsten genutzt. So, und da gibt es jetzt eine Buslinie, würde ich sagen. Dann machen wir eine kleine Buslinie von da weg. Da weg, ja. Mal schauen, ob ich nicht in die andere Richtung fahre, sondern da hinten. Von da wird dann gar keiner fahren. Ich fahre da rein. Umgekehrt. Warte mal, du musst sowieso da raus. Da rein. Darüber. So, ja. Dann kann ich die Eimer irgendwie nutzen. Wahrscheinlich werde ich die nicht nutzen. Weil sonst wird sich hier dann wieder zu sehr stauen. Das heißt, ich fahre. Kann ich nicht gehen. Darauf. Oder. Früher schon. Da rein. Da rein. Dann. Da halten, da halten und wird dann da drehen. So ungefähr würde ich die Linie dann machen und dann da fertig. Die kriegen was für einen Bus kriegen. Welche Linie ist das jetzt? Die? Da will ich auch den machen. Oder den Bus Short. Den machen wir mal den. Habe ich jetzt den gemacht? Ja, bei der 21er Linie, das ist die, habe ich eine Buslinie, die gut genutzt wird. 630, die 13er Linie. Gucken wir uns mal die 12er Linie an, welche ist das? Da hinten die Linie. Aber die Busse, wie schauen die aus? Die sind nicht voll.
Nein, die sind nicht voll. Da hatte ich noch eine Linie mit 600, da könnten sie voll sein, außer ich habe die anderen. 600. Also auch kein einziger voll, weil die haben die größere Kapazität. Das ist die Linie hier. Und Party. Die tritt da. Okay. Fahrt vom Hafen bis da rein. Das sind die Gebiete, die gut genutzt werden. Also wo viele wohnen. Wisst ihr was? Die reißen wir jetzt einfach ab, da warte ich dann noch nicht. Wisst ihr was? Die reißen wir jetzt einfach ab, dazu haben wir uns entschieden. Bin jetzt in den Kommentaren was anderes geschrieben, muss ich schauen. Ich wollte ja beim Wesen da recht was einzeichnen. Das passt ja so. Jetzt mache ich Minus. Habe ich kurz Minus gemacht und ein Wohner auch Minus. Super. Das ist schon mal gut gelungen. Aber die haben die keinen Strom. Okay, aber die bauen die gleich wieder was hin. Dann ist das eh kein Thema mehr. In dem Strom. Jetzt würde ich gerne wissen, da habe ich ja zwei hingebaut, zwei Stationen. Da 29 und da 13. Da sind 0 drinnen. Da sind 0 drinnen. Ah, da ist einer drinnen. Das ist der Bus, der vom Flughafen nach da hinten führt, zu dem Bahnhof. Und dann könnt ihr hier in den Bus umsteigen, der darüber fährt oder mit dem Zug fahren. Was eigentlich ein bisschen schneller ist, wenn man mit dem Zug von da nach drüben fährt. Es ist ein bisschen schneller. Was fährt da jetzt in der City-Züge nicht erlauben? Da hinten da werde ich es erlauben, da habe ich noch einen Bahnhof. Da werde ich es nicht erlauben, klar. Der nächste Bahnhof ist da. Auch nicht erlauben. Nicht erlauben, ja. Und da. Ja, da würde ich es noch erlauben. Das ist aber wirklich die Frage, warum fahren die nicht? Fahrt ihr jetzt da rein? Oder nicht? Könnt ihr eigentlich da reinfahren? Warum tun sie es nicht? Linienübersicht, das ist die Linie 1, die wir sie haben. Das sind schöne Züge, aber keine Ahnung, warum sich das staut bei den Zügen. Ich könnte jetzt eins machen. Also das hier. Das wird jetzt enorme Auswirkungen auf das Geld haben. Das weiß ich, dass ich das jetzt gemacht habe. Aber es ist halt nur, die Züge da, die waren nicht mehr drin. Und jetzt fahren die Züge auch schon wieder. Jetzt fahren die auch schon wieder. Das freut mich auf jeden Fall, dass sie wieder fahren. Das Problem haben wir jetzt gelöst. Mit den Zügen. Ich hoffe, das staut sich dann im Nachhinein auch nachher nicht mehr. Da interessiert die Züge macht die keinen Sinn. Macht schon Sinn wegen der Arbeit, aber fürs erste Mal noch nicht. So, das ist normal. Da wurden sogar 220. Das ist ganz gut. Jetzt zu dem Gebiet hier, das wird auch schon das alte Problem haben. Damit sollte ich mich auch noch beschäftigen mit dem Müllproblem, die hier haben. Jetzt ist die Frage, wie fahre ich das?
Straße, dass ich da zum Müll kommen muss. Und da drüben, da könnte ich. Die ist eh gut verbunden. Das passt schon so. Ja, das lasse ich so zusammen. Probleme, das heißt jetzt noch. Das haben wir auch gemacht. Schule wollen die noch haben, wahrscheinlich. Ich gehe mal eine Schule und zwar. Ja, wir haben eine Station, eine Busstation, wo ist die? Da. Das heißt, du kommst dahin. Ich würde die dann auch gleich da daneben machen. Ist relativ mittig und da hinten. Wo genau? Einfach ins Eck rein, ja. Eine Schule machen. Da sind auch schon 25 drinnen, wie wir sehen. Studenten 25, 45 jetzt sogar. Also das kommt auch gut an. Allgemein, wie viele gehen denn jetzt in die Schule? Das sind 6000 berechtigt. In die. Ja, da geht noch keiner hin, weil wo haben wir die andere Schule? Da in dem Gebiet. Da sind 6600, das heißt, da sind alle 6000. Und erst wenn es ein bisschen mehr wie über die Hälfte gefüllt ist mit Studenten, was das heißt, also Schülern, dann wird eine andere Schule auch genutzt. Wir haben sogar 5.995 und auch genau die gleiche Anzahl an Schülern in der Schule. Ja. Aber warum geht die Einwohnerzahl jetzt zurück? Die da sterben. Ne? Ja, deswegen. Weil wir jetzt am Zeitpunkt sind, wo die ersten Bewohner alt werden. Nur die Friedhöfe zum Einsatz müssen. Mein Gegengebiet haben wir schon wieder erledigt. Das war schon vorher. Das war das Gebiet auch. Jetzt ist anscheinend das Gebiet anscheinend dann. Das hier. Das hier. Schon lange geht es hoch mit einem Monat. Wir gucken mal, wie. Das sind 4 Besucher. Das Projekt hier wird auch gut genutzt. Ja, da war Platz. 7. Opa. Also danke fürs Zusehen, hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht zu bewerten. Und dann danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.